Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte euch unter meinem letzten Trainingsvideo mit Lucifer gefragt, ob ihr mir ein paar Tipps fürs Westernreiten geben könnt, weil ich mich da selbst nicht so auskenne. Und da ist auch ein bisschen was zusammengekommen und heute versuche ich mal ein bisschen darauf einzugehen. Falls ihr wieder Verbesserungen habt oder irgendwelche Tipps, könnt ihr die mir gerne wieder in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Das erste, worauf ich geachtet habe, war, nicht mit den Zehenspitzen zuerst aufzukommen. Das haben mir relativ viele geschrieben. Und ich bin es ja auch von der Dressur eher gewohnt, eben zuerst mit den Zehenspitzen aufzutreten, weil das Ganze dann eleganter aussieht. Und dann habe ich eben erstmal im Schritt versucht, zuerst mit den Fersen aufzukommen. Dann wurde mir gesagt, dass man diese Halbdrehung Rollback nennt und ich habe es auch mal versucht aus dem Schritt. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen darf. Mir gefällt das jetzt noch nicht so gut. Das mit dem Zügel durchhängen lassen haben mir auch mehrere geschrieben. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch eher daran, dass ich letztes Mal sehr kurze Zügel hatte. Aber ich habe auf jeden Fall diesmal versucht, darauf zu achten. Und das mit dem einen Arm hängen lassen habe ich ganz schnell wieder gelassen, weil es nämlich sehr komisch aussieht. Dann habe ich versucht, nicht ganz so schwungvoll zu laufen. Aber ich weiß nicht, ob das trotzdem nicht doch noch zu schwungvoll war an manchen Stellen. Da müsst ihr mir ein bisschen weiterhelfen. Und hier merke ich gerade, habe ich die Zügel auch wieder relativ doll aufgenommen. Also da muss ich mir noch angewöhnen, die etwas länger zu lassen. Ich habe dann auch versucht, Lucifers Kopf bewusst tief zu halten, wahrscheinlich schon ein bisschen zu tief, aber einfach damit ich mir das angewöhne. Als nächstes habe ich versucht, meinen Galopp etwas schneller zu machen und nicht so in die Höhe. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich bin dann doch wieder zu angespannt gewesen, glaube ich. Ja, am Ende habe ich dann einfach nochmal alles versucht zu kombinieren und auch nochmal so einen Rollback aus dem Galopp gemacht. Und dann bin ich mich langsam ausgeritten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann könnt ihr mir ja gerne wieder Tipps in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.